Es gibt hier unten in der Garderobe so eine Liste auf der Wand von den ganzen Künstlern, die schon hier aufgetreten sind, auf dieser gleichen Bühne seit den 60ern, wo wir jetzt auch sitzen und stehen dürfen. Leute wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Johnny Cash, Frank Sinatra, The Doors, Jim Morrison. Einfach eine Liste von Legenden. Und über viele von diesen Legenden, von diesen großartigen Künstlern, handelt auch der nächste Song. Es ist allerdings für jene geschrieben worden, die sehr früh von uns gegangen sind, die auf Suche nach Ekstase oder Glück oder was auch immer in der dunklen Seele von Sex, Drugs, Rock'n'Roll gefallen sind und es vielleicht zu weit getrieben haben und dann so früh leider nicht mehr bei uns sind. Ich bin der Meinung, dass man Rock'n'Roll machen kann und trotzdem live slow and die old statt live fast and die young machen kann. Yeah. Ich hätte gern noch Songs von Amy Winehouse gehört. Ich hätte gern noch eine 5., 6., 7. Platte von The Doors gehört. Aber jedenfalls ist es nicht mehr so möglich. Aber wir wollen diese großartigen Menschen, diese Künstler, noch einmal mit diesem Lied gedenken. Es ist ein Trauer- und ein Hoffnungslied zugleich. Hier ist Requiem. Yeah.